Hallo und herzlich. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Witcher 3. Wir werden jetzt diese Folge mit Roche sprechen. Ob der ist hier. Ich weiß nicht. Ich glaube, nicht allzu viele werden uns leider irgendwie helfen. Aber naja. Ich bin gespannt. Wenn das alles vorbei ist, mache ich in Büsima ein Modell auf. Wir bezahlen. Geralt von Riva. Gesund und munter. Ja. Ich könnte deine Hilfe in Kaer Morhen gebrauchen. Ich möchte Ciri dahin bringen. Die wilde Jagd wird dort kurz darauf auftauchen. Du hast mir geholfen, als ich dich brauchte. Also mache ich dasselbe für dich. Danke. Jawohl. Deine Fähigkeiten könnten sich als unbezahlbar erweisen. Das ist Vielleicht bringe super. ich auch Wes mit. Wie auch immer. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Sehr schön. Ein weiterer Unterstützer. Hilft Ceres oder Xrezat? Jo, da sind noch so ein paar Sachen. Okay. Weltkarte. Dann geht's nach Skellige. Sprich mit Krach. Ich reise Der erstmal Fluch, dahin. der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Okay. Ah, seht ihr, mit Krach sind wir doch ziemlich nah hier dran. Ich weiß halt nicht, hatten wir noch irgendwas von Krach als Mission? Okay, das sind wohl diese Nebenquests. Ah, guck mal hier, Fragekrach nach. Dann sollten wir das zuerst tun, bevor wir mit Krach reden. Weil. Weil dann haben wir was für ihn gemacht. In der Hoffnung, dass er uns hilft. Weil je mehr uns helfen, desto besser. Aber bisher steht es, glaube ich, 2 zu 2. Okay, da war ich echt noch nicht. Oh, da unten ist dann wenigstens. Warte, hier ist er auch. Warte, habe ich jetzt gerade. Ja, doch. Ja, sie hat seine Nabelschnur ins Wasser geworfen. Sich wie eine Schlange eingerollt. Weißt du, was das ist? Das ist Tag, ich bin Geralt. Der Hexer, den man als weißen Wolf kennt, ich weiß. Hier werden jeden Tag neue Geschichten über dich erzählt. Suchst du nach einem freien Platz am Tisch? Nein, nein. Ich wollte nur reden. Ich habe gehört, dass Hjalmar hier nach Männern für seine Expedition gesucht hat. Ja, stimmt. Ziemlich mutig. Kam reingestürzt, hat die Schüssel vom Tisch gefegt, ist auf den Tisch gesprungen und hat gerufen: Ich segle los auf der Suche nach Ruhm. Wer kommt mit?
will dem Riesen den Kopf abschlagen. Offenbar hat das ausgereicht, um ein Langboot voller Männer zu rekrutieren. Sie haben ihn auf den Schultern rausgetragen und geschrien, wir holen uns die Schmiede zurück. Wir knüpfen den Riesen an den Eingeweihten auf. Hättest du sehen sollen, Hexer. Och, mir sind die Tränen gekommen. Okay. Okay. Halt Infos. Pläne? Ha, sie wussten nicht mal, wo sie den Riesen suchen sollen. Ich erinnere mich, dass Vicky einen gefrorenen See überqueren und dann in die Berge wollte. Der Riese soll von dort gekommen sein. Vom Frost geweckt, der das Land um den Turm in seinen Klauen hatte. War ein harter Winter. Perfekt für diesen Menschenfresser. Und es wird nur schlimmer. Sogar die Götter. Nun... Noch einer, der nicht glaubt, dass dir Ragnarok bevorsteht. Du wirst sehen. Ihr alle werdet es. Sie wollten sich die Schmiede zurückholen? Was hat es damit auf sich? Weißt du nicht, dass die Undviker die besten Rüstungen der Insel geschmiedet haben? Die Schwertschmiede sind auch nicht zu verachten. Weil wir unsere Klingen so schmieden, wie die Zwerge ihre Sihils. Ein weicher, mehrlagiger Kern mit einer harten Stahlhülle. Woher willst du das wissen? Das ist ein Geheimnis vom Tordaroch-Clan. Hab ein paar Zwergenfreunde. Mag sein, aber das Erz aus den Minen von Undvik nicht mal. Tja, keiner hat es. So sieht's aus. Okay. Mach's gut. Hab dir gern geholfen. Wenn du mehr über Undvik oder den Riesen wissen willst, frag Axel oder Rante dort drüben. Ich glaube, ich segel dann mal los. Weil, egal, Eisriese kommt, ich töte Eisriese, Eisriese fertig. Nee, derzeit suche ich keine Arbeit. Darf ich dein Schwert halten? Nein. Okay. Okay. Man kommt ja relativ schnell darüber. Ja, relativ. Ist ja richtig spannend darüber zu segeln, ey. Da muss ich, glaube ich, noch drumherum oder durchsegeln. Ich dachte, hier komme ich durch und dann muss ich da unten lang.
Zum Glück ist da ein neues Boot. Okay, zack, nimm dir. Da übernehmen. So. Auf Umwegen komme da sicherlich an. Wir brauchen ja so viel Unterstützung, wie es nur geht. Das heißt, ein paar Nebenquests und dann geht es halt immer weiter. Ist ja richtig spannend, so rüber zu segeln. Njo, njo. Aber Hauptsache, wir treffen drüben wieder auf Plätze und können unser Pferd rufen und nehmen und uns auf der Insel schnell bewegen, immerhin. Ja. Gucken, ob man da hinter den Felsen irgendwie anlegen kann. Da ist schon mal ein Bob. Das ist schon mal schön. Na, du hast hier im Schuppen auf mich gewartet, ne? Geht aber der Weg gut runter. Der Clan Ankret. Versteckst du dich? Auf in den Kampf.
diesen Spuren. Okay, jetzt lass mich. Hallo. Ich kenne das Lied. Was machst du hier? Schaut, Männer. Noch einer. Und so oft habe ich ihnen gesagt. Was redest du da, Wilfred? Ja, recht hast du. Lernen's wohl nie. Der hier hat wenigstens ein Lied gehört, bevor er krepiert. Ich suche Hjalmar Ankret. Er soll mit einigen Männern auf diese Insel gekommen sein. Er wollte den Riesen töten. Oh ja, hab ihn gesehen. Wilmar auch. Sicher, dass er es war? Wilmar hat Adleraugen. Sie standen genau da, wo du jetzt stehst. Sahen armselig aus. Leif der Rote, Folan, Vigi. Unter uns, der Junge tickt nicht ganz richtig. Du tickst nicht ganz richtig. Der Junge Ankret war auch dabei. Haben Sie gesagt, wo Sie hinwollen? Haben Sie, Wilmar? Oh ja, wollten Ihr Lager beim alten Wachturm aufschlagen. Nicht zu übersehen. Steht mitten in einem Tal und bewacht einen Scheiß. Ich versuche wiederzukommen, wenn ich Hjalmar gefunden habe. Du scheinst dir deiner Sache sehr sicher zu sein. Ja. Kannst du dich auch den Riesen töten, wenn du schon dabei bist? Ganz allein? Sie sind alle gleich, nicht wahr, Wilhelm? Halten sich alle für unsterblich. Ich muss gehen. Bis dann. Oh, wenn du wirklich zurückkommst, würdest du mir einen richtig guten Faden mitbringen? Gibt's bestimmt im Dorf. Und Nägel. Wir haben kaum noch Nägel. Kannst du dir das merken? Nägel und Faden. Ich merk's mir. Okay. Hier wurde eine Trage gezogen. Hier, da ist, glaube ich, der Turm, oder? Nee. Hjalmars Lager. Sie wurden angegriffen. Viele Wunden. Muss lange gekämpft haben. Kämpften barfuß. Die Sirenen haben sie wohl überrascht. Hat nicht mal sein Schwert ziehen können. Hier sind zwei Leute durchgekommen. Einzeln. Diese Spuren sind älter. Jemand hat das Lager vor dem Angriff verlassen. Okay, mal sehen, wo die Spuren sind führt. Ist direkt im Bau eines Neckers gelandet, hat ihn aber erledigt. Ganz schön zäh, die Skelliger. Ein Pfeil für jeden. Gutes Auge. Ich glaube, ich bin an der richtigen Spur dran.
auch wenn ich sie gerade nicht finde. Hier hat jemand Deckung gesucht. Wurde erst hier getroffen, ist dann aber weiter. Ist weiter, obwohl er kaum noch laufen konnte. Hat viel Blut verloren. Hat sicher nicht viel weiter gehen können. Hat viel Blut verloren. Hat sicher nicht viel weiter gehen können. Hat hier noch einen zweiten Pfeil abbekommen. Wurde schwer getroffen. Und wo ist dieser Bogenschütze hin? Halt ihn auf die. Okay. Trolle. Sie haben ihn in die Höhle gezogen. Ich frag mich, ob er noch lebt. Ups. So. Okay. Wo zum Teufel ist die Person hin? Alter, besteigen wir den Mount Everest oder was? Ich sehe hier leider keine Spur. Okay, ganz komisch. Ja, aber wieso bin ich denn jetzt das? Hätte ich in der Höhle noch weitersuchen müssen? Ich dachte. Gehen wir nochmal zu dem Eingang der Höhle. Und erkunden die nochmal. Weil irgendwie. War das jetzt ziemlich komisch, fand ich. So. Der Bogenschütze war auch verwundet. Thank you.
oben. Da drüben kocht was. Hoffentlich ist er da noch nicht drin. Kocht ihr da was? Ja, kochen. Hey, du da, hilf mir! Das Wasser wird heiß! Schnauze! Ich brauche den Mann. Nein. Wir bekommen Mensch von mir hilf. Ich Rätsel lösen. Du magst Rätsel? Spielen wir darum. Gewinne ich, nehme ich ihn mit. Verliere ich, springe ich zu ihm in den Topf. Gut, gut. Scheiße. Gut. Nicht blubbern. Erstes Rätsel. Viel essen, viel trinken. Groß er ist. Schritt groß, Schlag groß. Ein Troll, natürlich. Gut, Troll. Jetzt du fangen. Ich bin leicht wie eine Feder, aber nicht mal ein Troll kann mich lange halten. Pipi? Rätsel schwer. Mensch, Texen. Ich hab fair gewonnen. Rätsel dumm. Feder. Troll nicht halten. Nicht Pipi. Also doch kämpfen. Ah ne, dann nicht. Kannst du gehen? Ja, ich schaff's schon. Verschwinden wir von hier. Alles in Ordnung? Ich gehe nie mehr in eine Sauna, aber sonst geht's mir gut. Du hast mich gerettet. Wie kann ich dir danken? Ich suche Chalmar. Chalmar? Würde ich auch gern wissen. Er und der Rest der Mannschaft. Es muss was passiert sein. Sonst hätte er nach mir gesucht, als ich in jener Nacht verschwand. Ganz bestimmt. Warte mal. Warum suchst du Chalmar? Hast du eine Idee, wo Chalmar den Riesen vermutet haben könnte? Wir haben erfahren, wo er haust. In den Höhlen oberhalb des Dorfs. Chalmar hat entschieden, dass wir am besten über den See fahren. Vigi, der Spinner, hat steif und fest behauptet, er wüsste einen besseren Weg. Durch die Minen. Aber keiner von uns wollte in eine Monstergrube steigen. Okay. Krach hat mich geschickt, um Chalmar zu finden. Auf Art Skellig soll ein neuer König gewählt werden. Alle warten auf die Rückkehr des Jungen an Kret. Dann hat's schon angefangen. Chalmar, Herrscher der ganzen Skelligen. Denkst du, er ist nicht der Richtige? Chalmar ist unverantwortlich, stur und hört auf niemanden. Aber er ist ein geborener Anführer. Sind Freunde, seit wir Kinder waren. Er, Ceres und ich. Ceres erhebt ebenfalls Anspruch auf den Thron. Ceres? Aber sie... Nun, sie ist... Wie der Vater, so die Tochter. Was ist mit Krach? Hat er sie bestärkt? Hat er sie in ein blödsinniges Abenteuer geschickt? War nicht begeistert. Besonders, weil Ceres los ist, ohne ihm ein Wort zu sagen. Mir auch nicht. Wo ist sie hin? Hat sie jemanden mitgenommen? Spikarup. Und nein, niemanden. Sie ist allein los. Verflucht nochmal. Wenn ich einmal nur... Ist sie wieder zurück? Weißt du das? Sie war noch nicht zurück, als ich Art Skellig verließ.
Wie bist du von den anderen getrennt worden? Hab Nachtwache gehalten und gesehen, wie Egner von Faro Chalmas Hornwalhorn gestohlen hat, mit dem man die Sirenen vertreiben kann. Der Kerl ist davongeschlichen und ich bin ihm nach. Keine Ahnung, was in diesen Idioten gefahren ist. Hab Chalmer gewarnt, dass er ihn nicht mitnehmen soll. Mindestens 1000 Mal. Und damit kann ich Sirenen vertreiben. Ja, in dieser Höhle. Der Bastard hat so laut geschrien, dass er die Trolle angelockt hat. Dachte schon, die Biester fressen mich gleich auf. Hab mich aber nur in eine Marinade getunkt. Meinten, ich wäre heute reif. Wäre mein sicheres Ende gewesen ohne dich. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich wissen muss. Mach's gut. Warte, ich komm mit. Zum Glück haben die Trolle meinen Bogen nicht als Anmachholz benutzt. Oh, ein Verbündeter, okay. Gut, gehen wir. Okay, also wo müssen wir als nächstes hin? Okay, aber erstmal gucken wir hier unten nochmal, ob wir da nicht was haben. Aber ich sehe gerade, wir sind schon mega lang in der Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann. Haut rein.